Hi meine Lieben, heute zeige ich euch, was ich so gelesen habe. Ich kann den Zeitraum irgendwie schlecht eingrenzen. Das meiste ist aus dem April und Ende März, denn seit da lese ich ungefähr wieder. Aber es gab irgendwie auch noch zwei Bücher davor, die ich euch noch nicht so richtig gezeigt habe. Und bevor ich anfange, möchte ich euch nur warnen, weil ich glaube, dass das Video richtig lang wird, weil ich habe schon beim Durchprobieren sozusagen schon gemerkt, dass das Video richtig lange wird. Deswegen, ja, muss ich mich dafür schon mal im Voraus ein bisschen entschuldigen. Zum ersten Buch brauche ich gar nicht so viel sagen. Das ist Im freien Fall oder Wie ich mich in eine Pappfigur verliebte von Jessica Park. Und dazu habe ich eine Rezension gedreht. Also wer da mehr Videos, mehr Informationen zu haben will und sowas, der guckt sich meinen BookTok an. Im Groben, es ist ein Jugendbuch, ein Contemporary und es geht um Julie, die in eine neue Stadt zieht, um zu studieren und lebt dort bei einer Familie, dessen Tochter schleppt immer eine Pappfigur von ihrem verreisten Bruder mit sich rum. Ja, ziemlich komisch. Ja, aber das Buch ist dafür richtig, richtig toll. Ich habe es so geliebt und ich fand es wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich dem Buch auch 5 Sterne gegeben. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich liebe es. Das nächste Buch habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Und zwar ist das, ihr seht es schon, Göttlich verdammt von Josefine Angelini. Ich hatte nicht so viel Gutes über das Buch gehört, eher so gemischte Meinungen und auch eher immer so in Grenzen. Also ich habe jetzt keinen wirklichen Fan davon getroffen. Aber ich fand es, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht. Also ich bin da halt ohne jegliche Erwartungen rangegangen, weil ich halt dachte, ja okay, alle sagen, es ist nicht so toll, dann erwarte ich da jetzt lieber nichts von. Und ich wurde echt positiv überrascht. Also das Ganze geht ja so um griechische Mythologie und Götter und ich weiß noch nicht so, was meine Meinung zur griechischen Mythologie ist. Irgendwie weiß ich noch nicht, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag. Aber hier mochte ich es und ich fand, es war auch eine ganz süße Liebesgeschichte und ich mochte es eigentlich auch so von der Story her und eigentlich fand ich die Charaktere auch in Ordnung. Helen hat zwar wirklich manchmal ein bisschen genervt, weil sie so naiv war, aber ich fand sie jetzt nicht so schlimm, jetzt nicht so à la America. Und also ich finde halt so, man muss sich halt auch irgendwie so überlegen, okay, wäre ich jetzt in diesem Moment auch super verantwortungsvoll und würde immer nur das Richtige tun oder würde ich vielleicht auch so ein bisschen naiv handeln? Und ich habe das Gefühl, es gibt halt immer diese Kick-Ass-Protagonisten und dann diese naiven, nervigen und ja, aber Helen war eigentlich auch noch okay und ja, also ich mochte es und ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Also es sind eher schwächere 4 Sterne, weil es mich nicht so umgehauen hat. Also so 3,5, aber ich habe es lieber aufgerundet als abgerundet, weil 3 Sterne, finde ich, ist zu schlecht. Also wegen Goodreads und so, ne? Ihr wisst. Ja. Jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich innerhalb des letzten Monats gelesen habe. Und das erste Buch, das habe ich nicht hier, weil ich das meiner Freundin ausgeliehen habe. Und dabei handelt es sich um Paper Towns von John Green, also Margots Spuren. Und es war so, dass der Paper Towns Trailer an einem Donnerstag rausgekommen ist, ich glaube heute vor einem Monat oder so, oder vor 6 Wochen, keine Ahnung. Und ich hatte das Buch hier ja schon seit einem Jahr stehen, weil ich das mal zu Weihnachten bekommen habe, habe mich aber irgendwie nie so dran, nicht so, ich habe es irgendwie halt nie gelesen. Ich weiß eigentlich auch nicht warum, aber dann kam es halt, kam der Trailer halt raus und ich dachte, okay, du liest das Buch jetzt. Nicht, dass es so ist wie bei dem anderen Buch, das nächste, darüber reden wir gleich. Aber ich dachte dann so, okay, dann lese ich es jetzt und jetzt kann ich mitfiebern, so dass der Film kommt. Und dann habe ich es halt gelesen und irgendwie in 1-2 Tagen durchbekommen. Und ich fand es wirklich toll. Also John Green hat es wirklich, wirklich gut geschafft, mich zu begeistern wieder. Ich hatte ja erst ein Buch von ihm gelesen und ich muss sagen, dass Margots Spuren mir echt total gefallen hat. Ja, was mochte ich denn an dem Buch? Ich mochte eigentlich, ich mag John Greens Schreibstil generell. Also ich mag John Greens Schreibstil einfach total gerne. Aber ich mochte halt auch irgendwie die Art des Buchs, weil es ist ja irgendwie, es besteht so aus 3 Teilen. Oder ich glaube, im Buch gibt es wirklich so verschiedene Parts. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 oder ich weiß es nicht mehr genau. Und mein Lieblingspart war eigentlich so der
mit Margot und dann der Roadtrip-Part. Und ja, ich mochte das Buch so gerne und ich fand es nicht ganz so gut wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Also ich habe das, da hatte ich noch eine krassere Beziehung zu den Charakteren. Die lagen mir halt ein bisschen mehr am Herzen und irgendwie hatte ich halt eine engere Beziehung zu denen sozusagen. Aber Paper Towns war auch total toll und ich mochte es irgendwie. Und irgendwie waren da immer so süße kleine Sachen, so zum Beispiel dieser Wärter, der hieß, glaube ich, Gus. Oder auf der einen Seite, da war so alles so normal gedruckt und dann nur ein Wort kursiv und es war okay. Und ich dachte mir so, vielleicht ist John Green ja so ein bisschen wie Margot und hinterlässt uns so kleine Clues, weil das Buch ist ja vorher rausgekommen. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall total auf den Film. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben und und gerade dass Cara Delevingne Margot spielt, freut mich total, weil Cara Delevingne ist echt richtig, richtig cool. Immer wenn die Zalando-Werbung läuft, rasten wir immer alle voll aus, also ich und meine Freundinnen. Und deswegen freue ich mich da schon richtig drauf. Ja, jetzt habe ich gar nicht erzählt, worum es geht. Grob genommen geht es um ein Mädchen, das heißt Margot Roth Spiegelman. Und es ist irgendwie ganz crazy und geht immer auf Abenteuer und Q? Ja, ne? Q ist ein Typ und die beiden verbringen die letzte Nacht zusammen, bevor sie verschwindet. Und dann hat sie immer so kleine Clues hinterlassen und er versucht, sie zu finden. Darum geht es. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Buch und das ist dieses hier, Die Bestimmung, tödliche Wahrheit von Veronica Roth. Das heißt, der zweite Teil der Die Bestimmung-Trilogie. Und ich und meine Freundin haben immer gesagt, okay, wir gehen nächstes Jahr zusammen ins Kino und wir gehen zusammen in den Film. Und dann hatten wir halt so die Karten reserviert und dann so, ja, irgendwie so 2 Tage bevor wir dann ins Kino gegangen sind, ich nur so, ups, ich habe das Buch ja noch gar nicht gelesen. Irgendwie hatte ich das immer total verdrängt und dann, was sollten wir machen? Und dann hat sie mir das Buch ausgeliehen, deswegen habe ich das hier. Und dann habe ich so, irgendwie habe ich so um 5 Uhr abends angefangen so und am nächsten Tag um 11 musste ich aus dem Haus, weil wir dann ins Kino gegangen sind und dann habe ich das Buch so marathonmäßig durchgelesen und Also, ich fand das auch nicht so gut wie den ersten Teil, den mochte ich irgendwie mehr, aber ich muss sagen, dass ich den zweiten nicht schlecht fand. Ich habe ihm 4 Sterne gegeben und ich mag Veronica Roths Schreibstil einfach so gerne. Also ich mag erstmal liebe ich jeden Charakter oder ich hasse ihn, aber es ist immer so, die Charaktere sind halt so richtig stark. Und dann liebe ich halt einfach ihren Schreibstil und ihren Humor auch. Also ich fand diese Stelle so lustig bei den Amite mit dem Brot und so und wo sie dann so beruhigt wird und so. Und dann, ja, du hast wohl zu viel Brot gegessen, ne? Also das fand ich so... Ich konnte echt nicht mehr vor Lachen teilweise. Aber was ich halt nicht so gut fand, irgendwie hatte ich das Gefühl, es war so ein... ich habe ein bisschen was im Auge. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es war immer so ein Hin und Her. Also zwischen Thor und Triss fand ich, war es so ein bisschen hin und her die ganze Zeit. So bla 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 bla. Wir verschweigen uns doch was, aber jetzt keine Geheimnisse mehr. Aber ich mache das doch lieber im Alleingang so. Und ich dachte mir so... Komm los, Leute, so schwer ist es nicht. Aber es war halt realistisch. Und was noch irgendwie so ein Hin und Her war, war irgendwie so der Ort, wo es sich abgespielt hat. Ich habe irgendwann gar nicht mehr durchgeblickt, wo die jetzt gerade waren. Ich hatte so das Gefühl, sie waren bei den Amite, und dann waren sie bei den Fraktionslosen, und dann waren sie bei den Ken, und dann waren sie bei den Ferox, und dann waren sie bei den Ken oder so. Und ich habe irgendwann gar nicht mehr durchgeblickt. So, hä, wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Und es war irgendwie so voll das Hin und Her. Aber ich mochte halt irgendwie die Entwicklung. Und ich war halt auch im Film. Aber irgendwie, ich saß dann da so im Film und ich nur so, dafür habe ich jetzt irgendwie die letzten 12 Stunden mit Lesen verbracht, würde ich mich verarschen. So, weil der Film... ist irgendwie in den groben Zügen gleich, aber irgendwie vom Inhalt her quasi oder von der Handlung oder nicht von der Handlung, aber von den Geschehnissen komplett irgendwie anders. Und ich habe das Gefühl, dass viel aus dem dritten Teil schon vorgegriffen wurde. Also den habe ich zwar jetzt noch nicht gelesen, aber es war jetzt halt einiges dran gekommen, was jetzt zum Beispiel im Buch noch nicht genannt wurde. Da dachte ich mir so, ja komm, gut, hätte ich es nicht lesen brauchen, aber ich gebe jetzt zur Seite. Aber ist natürlich gut, dass ich es jetzt gemacht habe.
Und den Film, den fand ich auch solide. Also was heißt solide? Eigentlich fand ich ihn toll. Aber meistens ist es halt bei Buchverfilmungen so, ich finde es halt toll, weil es halt das Buch ist. Und wenn ich das Buch gut finde, dann finde ich halt meistens auch den Film gut, weil es sind halt meine Charaktere und meine Welt und ich liebe sie ja. Wenn man das objektiv betrachtet, ist bestimmt nochmal was anderes. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich ihn auch gut fand. Und ich fand, dass er so halt mit dem Buch ungefähr gleichgestellt war. Also den ersten Teil und den ersten Film fand ich, glaube ich, ein bisschen besser. Und den zweiten fand ich aber auch gut. Also, ja, genau. Das war's hierzu. Zum nächsten Buch fühle ich irgendwie so eine Art Hassliebe. Und zwar ist das Im Herzen die Gier von Elizabeth Miles. Also, Hassliebe, weil ihr wisst ja, dass ich absolut... Nein, okay, das mache ich nicht, sonst bereue ich es später. Mal kurz. Es ist immer so, wenn ich dann so mache und dann finde ich es ganz schrecklich, mein Ohr dann zu sehen ist, während ich schneide. Deswegen, ja. Also, es geht um hier, Im Herzen die Gier von Elizabeth Miles. Und Hassliebe, weil ihr wisst, dass ich diese Trilogie absolut liebe. Ich liebe sie. Und ich liebe sie einfach. Ich finde sie so toll. Ich weiß auch nicht. Und ich liebe einfach die Bücher und ich mag das so, die zu lesen. Aber andererseits denke ich mir dann, auch während ich es lese, so, oh mein Gott, was liest du hier eigentlich? Das ist doch krank. So Rache, Göttinnen und Furien und Zorn und Gier und was ist der andere Teil? Ja, Zorn, Gier und Rache und so. Hier geht es im Prinzip, ja, das ist der dritte Teil und es geht sozusagen um M und sie hat einen Fehler gemacht und leider tauchen Rachefurien auf und wollen sie dafür bestrafen. Ja. Also ich muss sagen, dass ich es wieder ganz toll fand, wie es weitergegangen ist. Ich mochte Ms, ja, Verwandlung, Veränderung halt total. Die wurde ja im letzten Teil schon so angedeutet und in diesem Teil hat man dann halt wirklich auch so ihren inneren Konflikt und sowas so mitbekommen. Das fand ich echt cool. Was mochte ich noch? Also ich fand irgendwie JDs Sicht irgendwie immer nicht so toll, weil ich glaube, in den ersten Teilen mochte ich ihn noch so, aber jetzt mochte ich ihn irgendwie nicht. Nicht, weil er irgendwie doof war, sondern einfach, weil, keine Ahnung, weil ich halt Crow eher mochte. aber ich fand das dann, was ich halt immer so nervig finde, dass alle immer so auf diese Furien reinfallen. Also ich meine, das ist es ja an ihnen, nur ich wünschte, es würden diese Dorfbewohner da einfach mal miteinander reden, so. Dann würde halt nicht mehr so viel passieren, so, ne? Aber ist natürlich ja alles extra so. Ich fand es richtig cool. Ich mochte, wie schon gesagt, die Charaktere. Skylar kam ja dieses Mal sozusagen gar nicht mehr vor, so. Aber dafür hatte Crow eine etwas größere Rolle und ich muss sagen, dass ich ihn echt toll fand. Die ganze Zeit ist so eine große Liebesgeschichte entsteht. Eigentlich, er ist ja so ein verschlagener Typ und irgendwie bin ich nicht auf dieses, finde ich dieses Bad Boy-Ding eigentlich nicht so toll. Aber so ein bisschen verschlagen und so ein bisschen sassy muss es doch irgendwie mal sein. Und das hatte er ja halt eben. Er hatte diesen gewissen Sass. Nein, oh Gott, was mache ich hier gerade? Er hatte so dieses irgendwas... Schön. Irgendwas mochte ich an ihm. Deswegen, was aber eigentlich so der größte Minuspunkt war, war das Ende. Weil ich hatte so das Gefühl, so ab dem, also der erste Teil, der war natürlich so, der hat sozusagen die ganze Trilogie irgendwie vorbereitet und dann den zweiten und dritten hat man halt so die ganze Zeit drauf gewartet, okay, was passiert am Ende, wie ist jetzt der große Showdown, wie wird alles gelöst und sowas. Und dann waren so 4 Seiten mit so einer, ja, relativ plausiblen Erklärung, Lösung. War halt nicht so spektakulär, hätte man sich irgendwie auch schon am Anfang denken können, so. Und es war irgendwie so, ja, dann halt vorbei. So spektakulär war es irgendwie nicht. Und ich war nur so, ich wollte jetzt aber eigentlich einen großen Showdown, so. Und deswegen, das fand ich irgendwie so, ich finde, da wurde so ein großes Drama draus gemacht. So, wie schafft man es, die Furien zu besiegen? Und dann, ja. Aber nichtsdestotrotz mochte ich das Buch. Ich habe ihm aber 4 Sterne gegeben. Die anderen beiden haben, glaube ich, 5 von mir bekommen. Und das war für mich also sozusagen der Schwächste. Aber ich mochte ihn auch. Nur bei dieser Trilogie ist es echt so, man denkt sich so, okay, warum lese ich das? Was gefällt mir eigentlich an diesen Rache-Sachen und an diesen kranken
Ritualen und sowas, das ist eigentlich nicht meins, aber ich dachte mir so, warum mag ich das so? Und dann sitze ich da am Tisch mit meiner Familie und meinen Freunden und deren Kindern und dann fragen sie, ja, Charlotte, welches Buch liest du denn gerade? Und ich denke mir so, nein, ich kann doch jetzt nicht im Herzen die Gier sagen. Und die dachten alle, ich lese 50 Shades of Grey. Ja, so war es natürlich nicht, aber es ist dann so, wenn du dann so sagst, so, ja, ich lese im Herzen die Rache, im Herzen der Zorn, im Herzen die Gier, dann gucken dich alle an, so, was liest du da eigentlich? Und dann fragt man sich selbst auch so, was lese ich da eigentlich? Trotzdem schönes Buch. Das nächste Buch ist Girl Online von Zoella. Dazu habe ich auch schon einen Booktalk gemacht. Also den könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr genaueres wissen wollt. Und dieses Buch ist sozusagen von der YouTuberin Zoella geschrieben worden. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Und es geht sozusagen um Penny, die macht einen Online-Blog und da heißt sie Girl Online. Und ja, dann... dann hat sie die Möglichkeit, mit ihrer Familie nach New York zu fliegen und dann lernt sie da einen süßen Typen kennen. Ja, das ist so das Grobe. Und es ist sozusagen auch in Jugendbuch und Contemporary, so für, ja, vielleicht für etwas jüngere Mädels, also jetzt nicht so, vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht so 12 bis 15 oder so, keine Ahnung. Aber beim Lesen gibt es sowieso eigentlich keine Altersbeschränkung oder so. Also du kannst auch gerne mit 50 so ein Buch lesen, wenn dir das gefällt. Ja, und ich muss auch sagen, dass ich das echt toll fand. Da ist irgendwie immer so die Sonne aufgegangen, wenn ich es gelesen habe. Ich mochte das echt total gerne. Und es war halt so ein zuckersüßes Buch einfach. Und ja, was ich halt bei solchen Büchern immer so schrecklich finde, dass den Protagonisten irgendwie immer so peinliche Sachen passieren. Weil so in so einem Contemporary-Buch, da kannst du ja dann nicht auf einmal jemanden so sterben lassen. Also jetzt nicht, wenn es so eine Liebesgeschichte ist. So, da stirbt dann halt niemand und dann ist halt der innere Konflikt nicht so, dass er mit dieser Trauer bewältigen muss, sondern dem passiert immer irgendwas Peinliches und ich hasse das immer. Das regt mich immer total innerlich auf und das macht mich immer richtig, richtig nervös, wenn denen irgendwas Peinliches passiert. Ich fühle immer total mit denen mit und denke so, oh Gott, schrecklich, 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 schrecklich. Ja, aber ich fand es echt toll und ja, da wird auch noch ein nächster Teil rauskommen, habe ich auch neulich im Internet gelesen. Ich glaube, der Originalteil auf Englisch kommt dieses Jahr noch raus. Also ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mir die nächsten Teile auch noch hole, weil ich die echt süß fand. Ja. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist halt ist kein Roman, sondern ist eine Biografie. Und zwar Ed Sheeran, A Visual Journey. Und so sieht das Cover aus. Guckt es euch bitte an. Oh Mann, ich liebe dieses Bild. Und ja, das ist sozusagen seine Biografie. Deswegen habe ich das auch nicht in Sternen bewertet, weil ich finde, eine Biografie kann man schlecht bewerten. So nee, ich fand dein Leben scheiße, ich gebe dir nur 2 Sterne. Aber ich mochte das von der Aufmachung her total. Und ihr wisst ja, dass Ed Sheeran mein Lieblingssänger ist und dass ich auf seinem Konzert war und so. Und ich liebe es halt einfach. Und da war es halt wirklich interessant, das zu lesen, weil er auch einen interessanten Hintergrund sozusagen hat. So, er hat es ja nicht immer so leicht gehabt. So Stichwort Take It Back, der erzählt ja eigentlich so alles, was ihn so, seine Lebensgeschichte, sagen wir mal, müsst ihr euch mal anhören. Das ist mein meistgehörtes Lied aus 2014 gewesen, also von Multiply, Take It Back. Also das ist echt richtig geiles Lied. Ja, genau. So, dieses Lied wurde hier drin halt ausführlich beschrieben und, also nicht dieses Lied, aber seine Lebensgeschichte quasi und so seine Einflüsse und dann sind halt dazwischen immer Zeichnungen von ihm und Fotos und so von Philip Buda. Das ist sein Kumpel oder sein, ja, der zeichnet ihn oder macht schon ganz lange Kunst sozusagen aus ihm und das Buch fand ich echt, echt toll. Also, ich liebe es. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist The Perks of Being a Wallflower von Stephen Chbosky. Und dieses Buch ist so ein, wie nennt man das, Coming of Age oder sowas Buch. Also es geht um Charlie und er kommt, er wird Freshman auf der Highschool. Er kommt in sein erstes Highschool-Jahr und er ist halt so ein bisschen Outsider, so ein bisschen uncool und sozusagen, wie er sich da einlebt und dass er ein paar coole Freunde findet und so, dass er halt so, naja, erwachsen wird und alles mal so ausprobiert und so. Und es ist halt so eine ganz schöne Geschichte. Also ihr kennt wahrscheinlich den Film mit Emma Watson, vielleicht Lieber Morgen heißt der. Das Buch heißt, glaube ich, so, also ist das Leben, glaube ich, heißt das Buch auf Deutsch. Und ja,
also den Film, den hatte ich schon mal zur Hälfte gesehen und den fand ich halt auch toll. Deswegen habe ich mir das Buch gekauft und oder bekommen oder keine Ahnung, wollte ich es lesen. Und ja, aber das Ende und sowas kannte ich halt noch nicht. Und es ist halt alles in Briefform geschrieben. Und es fängt halt, alles fängt halt immer an mit Dear Friend und hört dann mit auf Love Always Charlie. So, und ja, also ich kann euch ehrlich nicht, ich kann nicht in Sternen ausdrücken, wie ich dieses Buch fand. Ich kann es euch einfach nicht sagen. Ja, also während des Lesens habe ich mir halt die ganze Zeit gewünscht, so, oh ja, komm, kann es jetzt mal vorbei sein. Wobei ich das Ende halt, also ich fand halt so den letzten Teil sozusagen am besten. Aber ich fand, es war halt die ganze Zeit so gleich und ich mochte diese Briefform irgendwie nicht. Ich mochte den Schreibstil auch irgendwie nicht so gerne. Und ja, also generell der Inhalt des Buchs fand ich so ganz gut, aber irgendwie, irgendwas hat mich halt daran gestört. Und dann habe ich halt den Film geguckt und den Film fand ich echt toll. Also den mochte ich total. Die Schauspieler haben diesen Film getragen und der war einfach super toll. Und halt gerade auch mit der Musik war das halt schön. Und Emma Watson, oh mein Gott, sie ist so toll. Und beim Film musste ich sogar am Ende sogar ein bisschen weinen, so, ne? Aber das Buch, ich weiß nicht. Also ich würde euch nicht empfehlen, das Buch zu lesen. Das, nee, also das kann ich echt nicht sagen. Also lieber nicht das Buch lesen, lieber den Film gucken. Das ist, glaube ich... Also ich habe das, glaube ich, noch nie so erlebt, dass der Film wirklich so besser ist als das Buch. Weil das Buch zwar okay, aber irgendwie fand ich es nicht so toll. Also ich weiß auch nicht. Ja, und um ehrlich zu sein, also am Ende des Buchs, da kommt halt was raus, so mit seiner Tante und so. Und um ehrlich zu sein, habe ich das erst im Film kapiert. Und ich dachte so, Gott, scheiße, ich habe das im Buch nicht mitbekommen. Das habe ich überlesen oder was. Und dann habe ich mal gegoogelt, ob ich die Einzige bin. Aber nein, ich habe tausend von anderen Menschen gefunden, die auch gesagt haben, dass sie erst beim zweiten oder dritten Mal lesen oder erst nach dreimal dem Film gucken, das mit seiner Tante mitbekommen haben und so. Und ich dachte so, okay, ja gut, zum Glück habe ich es noch mitbekommen, weil das war halt irgendwie, ich finde, das war was Wichtiges. Ich finde, das hätte man irgendwie nochmal genauer ansprechen müssen. Das war so ein bisschen verschleiert gesagt, sagen wir mal. Ja, und also das Buch, ja, fand ich nicht so toll. Dafür fand ich den Film aber gut. Kommen wir zum letzten Buch. Ich weiß gerade gar nicht, wo der Schutzumschlag ist. Es ist Love Letters to the Dead von Ava Delaria. Also das ist dieses mit den Love Letters to the Dead und da unten sitzt, glaube ich, ein Mädchen oder so. Und so, ich fange das Buch so an zu lesen und da steht irgendwie so, lieber Kurt Cobain oder so. Und ich so, oh Gott, nein, nicht schon wieder was in Briefform. Ich so, nein. War ja bei dem Titel Love Letters to the Dead sozusagen obvious. Und es geht um Laurel und ihre Schwester ist verstorben. Und sie kommt auf die Highschool und ja, sie ist halt irgendwie noch so ein bisschen... ja, ruhig und so, auch vielleicht ein bisschen Außenseiter. Und dann fängt sie an, Briefe zu schreiben an verstorbene Leute, weil das sozusagen ursprünglich mal eine Aufgabe in der Schule war. Und dann merkt sie halt, dass ihr das irgendwie hilft. Und dann macht sie das halt weiter. Und dann kriegt man halt so ihr Schuljahr mit. Und sie lernt Freunde kennen und probiert halt alles mal so ein bisschen aus. Und ja, das so die Freunde mit dem guten Musikgeschmack und sowas. Und ab der ersten Seite ich so, das ist wie The Perks. Und während des ganzen Buches, ne, es gibt so viele Parallelen zwischen Love Letters to the Dead und The Perks of Being a Wallflower. Ich dachte echt, ich bin im gleichen Buch. Es ist sozusagen das gleiche in Mädchenform, ein bisschen anders. Und ja, vielleicht ein bisschen seichter noch als The Perks. Aber es ist... also ich dachte so, unfassbar viele Parallelen. Also irgendwie diese Freunde mit dem guten Musikgeschmack und dann der Hintergrund, der so ein bisschen tragisch ist, so ein Todesfall, für den man sich vielleicht so ein bisschen schuldig fühlt, so. Und ja, dann haben die Freunde halt aber so einen guten Musikgeschmack und dann wird man doch mit den Freunden integriert und so und dann hört man immer diese Lieder und ja, dann ist da vielleicht auch so ein bisschen noch was mit Liebe und so und dann wird halt so ein bisschen was... ja, wird halt alles so ein bisschen ausprobiert und dann gibt es halt auch so ein bisschen, ja, wird halt so alles so ein bisschen besprochen, auch so Homosexualität und sowas und nicht so, bin ich hier im selben Buch? Und dann habe ich natürlich mal ein bisschen gegoogelt, wie Laurel das auch immer so schön macht. Ich habe dich heute gegoogelt und herausgefunden,
und herausgefunden, dass er bei der Laurier die Produzentin von The Perks of Being a Wallflower ist. Somit viel mit dem Film zu tun hatte und dadurch natürlich auch inspiriert wurde und so. Und dann steht in ihrer Danksagung natürlich auch als erstes Steven Chbosky, danke, mein Freund und Mentor und so. Und ich so, okay, daher wird der Wind. Aber ich muss sagen, dass mir Love Letters to the Dead tatsächlich richtig gut gefallen hat. Ich habe ihm 4 von 5 Sternen gegeben. Und ich weiß nicht, woran es lag, dass ich das Buch mehr mochte als The Perks. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Es war halt irgendwie noch ein bisschen anders und vielleicht mochte ich Laurel einfach lieber, obwohl ich Charlie eigentlich auch nicht so schlecht fand, ne? Also ich meine, wir sind halt schon Namensvetter, deswegen... Ja, aber irgendwie konnte mich halt Love Letters to the Dead mehr überzeugen. Ja, aber... Also, es soll sich jetzt auch nicht so negativ anhören, dass die Bücher so ähnlich sind, weil also sie sind nicht das gleiche Buch oder so. Und es ist jetzt auch nicht geklaut, es ist schon eigene Ideen und sowas eingebracht. Nur es ist halt sehr, sehr ähnlich. Und das merkt man halt auch. Und das ist mir halt total aufgefallen, weil ich die Bücher innerhalb von irgendwie 2 Wochen gelesen habe oder so. Deswegen, habe ich das halt so extrem für mich so aufgefasst. Und also Love Letters to the Dead fand ich allerdings auch echt toll. Aber ich glaube, das Buch wird sehr, sehr gehypt und... Also so toll fand ich es jetzt nicht. Da fand ich andere besser. Kann ich vielleicht mal scharf werden? Hallo? Ja, aber es war echt tolles Buch. 4 von 5 Sternen habe ich gegeben. Ja, und das war's jetzt mit dem Video. Ich bin gerade dabei, noch ein Buch für die Schule zu lesen, ein Rezensionsexemplar und ein privates Buch. Also deswegen... Werdet ihr für den Mai wahrscheinlich auch noch einen Lesemonat bekommen, so Monatsrückblick. Aber das war es jetzt erstmal für die letzten Monate und ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr wieder so ein Video habt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang es ist, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir doch mal eure Meinung zu den Büchern und sowas in die Kommentare oder was ihr so gelesen habt. Ne? Schreibt einfach irgendwas rein, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das war's jetzt. Tschüss!